Okay, im Keller. Es liegt da. Also außer meinen zusätzlichen Nutzen, außer das Pflanze White Claudia zu ziehen außerhalb des Rituals. Ja, genau, wir können auch einen weiteren Nutzen daraus ziehen. Ich habe meine Kontakte in dem Kult benutzt, als Vorteil genutzt. Und ich pagan eine. Ich habe erfolgreich begonnen, PTV, also PTV zu verkaufen. Und einen Antikshop, also einen. Ja, einen Antikshop. Kann man einfach fast so stehen lassen, als Deckung zu nehmen. Meine Position als Direktor des Krankenhauses gibt mir einen großen Zugang zu den nötigen Equipment für die Produktion der Droge. Ich bin auch in der Lage, sie sicher zu verwahren in einem der geheimen Teile des Krankenhauses. Okay, er hasst Drogen eigentlich, also den Schaden, den Drogen anrichten, macht mich krank. Aber niemand zwingt diese Idioten, diese idiotischen Touristen, das Zeug zu kaufen. Diese blöde Krankenschwester Lisa wird tun, was immer ich von ihr verlange, für ihre Dosis. Eine andere witzige Geschichte über Norman Wexler. Vor Monate. Ich habe ihn für monatelang mit der Droge vollgepumpt, um zu sehen, wie sein Körper darauf reagiert, bevor er stirbt. Es ist aber eine. Es ist. Warte mal. It would certainly appear suspicious if residents tourists started dying. Also es wäre auffällig, wenn plötzlich Anwohner und Touristen sterben, ohne irgendwelche Gründe. Aber es hat sich herausgestellt. Aber dass die Droge in dieser Hinsicht sicher ist. Aber das kann nicht über die mentale Instabilität gesagt werden. Wexler wurde sehr aggressiv. So aggressiv, dass ich beschlossen habe, das Experiment anzuhalten. Aber nach einer Zeit habe ich wohl mehr oder weniger, also durch Zufall herausgefunden, dass er seine gesamte Familie verloren hat. Und die nach ihm suchen. Dass sie seine Verrücktheit hat, hat mit der Droge zu tun. Nach einem Autounfall ist er hier in Alkemena wieder aufgewacht. Und er sieht aus, als ob er einen partiellen Erinnerungsverlust hat. So, ich beneide diesen Typen mit diesen Idioten nicht, aber ich habe ihm eine faire aus einem fairen Ausgleich für die Experimente gegeben und habe ihn gewarnt vor den habe ihn vor den Risiken gewarnt. Oh Gott. I was just scared. Afraid to face the truth. Ich habe den Doktor gefragt, ob ich It's all my fault. It has nothing to do with Dr. Kaufman. I was taking the drugs because I wanted it for myself. And I killed my family over it. I killed them. All this time I've been searching for Kaufman, but I've just been looking for the truth. And when I found it, my truth, my personal hell. Mist, ey, wir haben die Droge freiwillig genommen. Wir sind von abhängig anscheinend selbst. Ich habe den Doktor gefragt, ob ich mich um diesen Patienten kümmern darf. Es ist so eigenartig. Er ist zwar am Leben, aber mit Wunden, die nicht mehr heilen wollen. Ich habe dem Doktor gesagt, dass ich aufhören werde. Ich werde nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Der Raum ist voller Insekten.
selbst wenn alle Türen und Fenster zu sind. Sie geht und sie kommen hinein und beißen mich oder spucken mich an. Spiten. Ich zum Krankenhaus fühle mich nicht gut. Muss dort auch in die Tür throw. Ich muss mich übergeben. Nichts kommt heraus. Vomiting. Ich würge nur die ganze Zeit. Blut und Porpoise, keine Ahnung. Fließen im Badezimmer auf den Wänden. Ich habe versucht, es aufzuhalten, aber es wird nicht aufgehen. Ich brauche die Droge. Ich bitte, hilf mir. Verdammt. Wir sind die ganze Zeit nur von dieser Droge abhängig gewesen, haben unsere Familie getötet und jemand anderes dafür die Schuld geben wollen. An den Unfall haben wir uns zwar noch erinnert, aber haben auch gedacht, dass unsere Familie dabei draufgegangen wäre. Hilfe! Oh Gott! Mein Gott. Was? Was? Wir sind in einer Pedo-Wohnung? The mannequin doesn't look like the others. It's frightening. Okay. Fehlt hier etwas? My right hand and left hand. Ja, brauchen beide Arme noch für diese Statue. Wir sind wieder bei Pedo, in der Pedo-Bär-Wohnung. Oh mein Gott. Diese need a key to the box. Hi. Hehe, ich geh mal wieder. Ich will hier nicht sein, ey. Es will nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen, das Spiel. Ich glaube, es schickt uns nochmal an Schlüsselorte des Ganzen. Wieso denn? Ist vielleicht irgendwas drin, was wir mitnehmen können. Komm schon. Diese Geräusche. Du und du. Mitkommen. Trinken. Boah, ich speichere erstmal. Leute. Ich denke, wir sind hier langsam am Finale angekommen. Oder beim Finale. Ich werde natürlich jetzt noch versuchen, mich hier ein wenig zurechtzufinden. Wie gesagt, ich schneide jetzt alles an einem Stück möglichst. Es wird schon mal später. Was? Ey, ich werde mich hier noch so dermaßen verlaufen. Warte mal, wenn ich hier reingehe, komme ich an der Tür hier wieder raus. Okay, merke, die Tür ist pfui. Die brauchen wir nicht. Die soll mich nur verwirren. Wieso sind alle Türen offen? Was? Ach so. Okay. 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 Also wir brauchen wahrscheinlich die Arme der Puppe. Ich hätte ja gesagt, nehmen wir einfach die hier drin stecken. Aber wieso können wir diese Arme nicht mitnehmen? Das wüsste ich ehrlich gesagt gerne. Wieso geht das nicht? Ah, ich sehe schon. Dann müsste der andere Arm auch noch irgendwo rum. Ist der vielleicht hier irgendwo? Wir müssen beide Arme finden. Komm schon. Der Arm. Vielleicht ist er noch in der Wohnung. Wenn nicht, muss ich mal draußen gucken. Vielleicht im Kühlschrank. Okay, ich bin jetzt nicht da gekommen. What the fuck? Wahrscheinlich bin ich schon fünfmal dem Arm vorbeigelaufen, ohne es zu wissen. Ich sehe ihn, ehrlich gesagt, gerade nicht. Hüte Key. Ja, der Box kriegen wir so nicht auf. Doch, ist stuck. Die Türen kriegen wir auf jeden Fall nicht auf. Die sind broken und stuck. Das heißt, da können wir selbst, wenn wir wollten, nichts machen. Ein Foto. Ah. Okay.
Oh, genau die falschen. Du auf, du auf, du zu. Du auf, du auf, du auf. War das jetzt richtig? Irgendwie fehlt uns da ein bisschen was. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier auf der Seite richtig ist. Aber uns fehlt wahrscheinlich noch ein weiteres Foto. Wir brauchen wahrscheinlich zwei. Weil wir wissen jetzt nur, wie eine Seite auszusehen hat. Okay. Ich gehe nochmal in die Pedo-Wohnung. Ja. Guck mal, ob ich irgendwelche Fotos finden kann. Okay, hier, pass auf. Hier ist das, genau, hier ist das Seil da oben. Das sind die drei Türen, die offen zu sein haben. Und das. Die Opposite steht unten noch. Das heißt wahrscheinlich. Die Opposite. Sagen wir mal. Ach, sorry, falsch. Sagen wir das. Also, wenn das die Opposite ist, dann müssen wir hier. Okay, pass auf, dann heißt es. Die hier. Ah! Oh, Leute. Oh mein Gott. Nee, das ist doch falsch. Du musst zu. So, nun? Passt das? The opposite steht hier. So war das hier. So. Etwa. Und steht unter drunter die opposite. Nein, die Seite war das. Scheiße. Oh, Mann. Pass auf, das war jetzt das. Also das ist das hier auf jeden Fall. Jetzt bin ich mir sicher, weil hier sind die drei, ist das Band, das Ding hier ein bisschen zu tief. Also ich habe jetzt entweder ist falsch, mal wieder. Würde mich nicht wundern. Was ist das hier? Wieso ist hier keiner drin? Nee, ehrlich, wieso ist da keiner drin? Wieso ist da keiner drin? Wieso ist da keiner drin? Nee, wieso? Ich weiß es gerade nicht. Oh, dieses Geräusch dazu, das ist ja grauenhaft. Ich möchte da rein. Darf ich? Okay, wir haben jetzt diese. Das ist auf jeden Fall richtig, da bin ich mir sicher. Aber der Rest. Naja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was können wir überhaupt rein nochmal? Was war hier? Ach, wir kommen einfach wieder da vorne raus. Okay, gut. Ja, nee, dann nicht. Dann ist das hier. Pass auf, wir haben jetzt hier das Foto. Ich gucke jetzt noch, ob ich irgendwo noch eins finde. Das ist das hier. Ja, ich bin mir 100% sicher, weil, wie gesagt, das Kabel, das runterhängt, ist kürzer als auf der anderen Seite. Und darunter steht die Opposite. Also heißt es entweder, dass auf der anderen Seite das Ding, dass sie auf der anderen Seite entweder genauso aussehen müssen, oder dass auf der anderen Seite genau das Gegenteil sein muss. Okay, wir gehen da hier nochmal rein. So, wir haben jetzt das hier. Hier ist etwa der Blickwinkel. So, hier in etwa. Das heißt, dann stand da the opposite. Soll jetzt entweder genau darum das genaue Gegenteil passieren oder hier. Ey, man trifft aber auch nie das, was man möchte, ey.
Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ah. Es ist der einzige, der leer ist, und ich weiß nicht warum. Okay, wir könnten auch das hier. Was mache ich hier? Das ist falsch. Nee, das muss zu. Das muss auch zu. Das auf. Liegt auch keiner drin. Also wir haben jetzt zwei, wo niemand drin liegt. Das da oben liegt keiner und da unten. Da liegt einer. Ja, dort sind jeweils keine. Das sind beide, die keinen enthalten. Okay. Alle offen, die einen enthalten. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Da muss ich hier tatsächlich das Gegenteil machen. Ah, hier ist something. The opposite. Ja. Yeah. Ich habe auch was gehört. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was. Ja, natürlich ein Klicken, wow, aber was bringt mir das? Geht jetzt irgendeine Tür auf, oder was? Irgendwo anders. Aha. Aha. Hallo? Leute, ich bin mega verwirrt. Einen kleinen Schlüssel haben wir. Jetzt hängen Menschen. Ach, das ist, ich glaube, ich weiß, welcher Raum das ist. Ja. Sie haben ja mein Kind genommen. Sie haben gesagt, es war eine Totgeburt, aber warum? Sie haben ihn nicht einmal angesehen. Ich weiß, dass sie ihn genommen haben. Ich weiß, dass sie ihn von mir gestohlen haben. Wenn du ihm hilfst, mir zurückzuholen. Wenn du mir hilfst, ihn zurückzuholen, ich gebe dir das Passwort. Wieso nimmst du denn die Hand nicht mit? Hm. Oh, warum gehen jetzt alle Türen auf? Ich kriege eine Krise. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh. Was? Doll of the Book. Dieses Buch? Okay, und nun? Hexagon, Viereck, Kreis. 3, 6, 4, 0. Okay, ich versuche 3, 6, 4, 0 gleich mal aus. Vorher werde ich hier nochmal kurz gucken. Können wir nicht weiter, genau das ist hier. Das. Hier wieder rein. Kommen wieder somit zurück zum Passwort-Dingens. Hallo? Kommen wir nicht rein, okay. 3640.